Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Ja, im letzten Part da haben wir versucht, auf den Regenbögen zu reiten. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Hoffentlich funktioniert es jetzt einfach besser. Ich bin leicht erkältet, deswegen, hört sich meine Stimme vielleicht etwas anders an als sonst. Aber das soll uns hier nicht weiter stören. Wir konzentrieren uns jetzt mal, dass es hier funktioniert. Und hoffen auch mal, dass der Controller nicht mittendrin anfängt zu spinnen. Oh. So wie jetzt zum Beispiel. Das war ja gerade ein totaler Fehlstart. Und nur noch 6 Leben. Verdammt, ich brauche mal ein paar Pilze. Naja, egal. Rein mit uns. So, Reise auf den Regenbögen. Okay. Und nochmal. Whee! So. Perfekt. Ich meine, wir hätten das doch auch anders hinkriegen können, aber der Controller hat gerade einfach total abgesponnen oder so ähnlich. Ja. So. Teppichchen, komm her. Und hör auf, dich auflösen zu wollen. Das geht mal gar nicht. Ach ja. Und wir gehen mal hierher. Dort, wo gleich der Lakito-Typ herkommt. Oh mein Gott. So. Hui. Dachte schon, ich falle jetzt runter. Das war gerade nicht sehr nett. So, man hört wieder das Schiffchen hier. Obala. Fuck. Oh, shit, das war um 1 Millimeter oder 1 Zentimeter zu weit gehopft. Scheiße. Naja. Und nochmal. Whee, rein mit uns. Guten Tag. Ja, yeah, Reise auf den Regenbögen. Weiter geht's. Und nochmal. So. Hoppala! Perfekt gelandet. Sogar sehr perfekt. Bin stolz auf mich. So. Und dann stellen wir uns mal hier und warten auf den lieben kleinen Teppich, der hier gerade ankommt und verschwinden will. Böser Teppich. Ich glaube, ich muss dir den Hintern versohlen. So. Ach ja. Diese Drehdinger nerven aber auch, genauso wie dieser Lakito-Typ hier. Hui. Hallo, diesmal springen wir nicht zu weit. Und nicht so, ja. Das wäre fatal, wenn wir das nochmal machen würden. Hoppala. So. Hui, perfekt. Wobei, nicht ganz. Passiert. Aber dafür sieht Mario wieder mal die Regenbögen und bekommt eine Münze. Ah. Ach, jetzt kommen wir erstmal da an. Stimmt. So. Hallo, Teppich. Ja, komm halt her. Wut, 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 wut. Ah, da geht's nicht durch. Okay. Dafür geht's hier lang. Hallo? So, jetzt kommen wir erstmal zu der großen Herausforderung. Mit den blauen Flammen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war mal wieder unendlich knapp hier. Muss ich gerade so anmerken. Also. Whip. Das nächste Mal wird es nicht mehr so zerquetscht mäßig. Hui, oh Gott. Hui, geschafft. Also zumindest das hier gerade. Oha. Okay, das haben wir überstanden. Zum Glück. So, jetzt kommt das Schwierigste. Ich hab Angst. Ich habe ein bisschen Angst davor.
Okay, das wird jetzt noch nicht so heftig. Aber das gleich. Scheiße. Ah, fuck. Trotzdem verletzt, aber wir sind nicht gestorben, zumindest noch nicht. Wer weiß, wann das jetzt wieder passiert. Der nächste Tod, der ist nicht weit. Ich glaube, Mario will einfach nur nicht mehr als 100 Sterne haben. Habe ich so das Gefühl. Aber Mario, du kannst da nicht entkommen. Und way! Perfekt gelandet, sehr schön. So habe ich das gerne. Die Musik ist auch ganz nett hier, ein bisschen flott. Flotter als der Teppich hier fliegt. Aber ist ja nicht so schlimm. So. Und jetzt müssen wir gleich wieder hier die Hupfdohle spielen. Hoppala, hupf. Und hupf. Und nochmal hupf. Und nochmal hupf. So. Geh weg. Ja, werf's einfach nur in die Luft. Yeah, den haben wir kaputt gemacht. Ha, Gott sei Dank. Sein Geschwörer hat schon genervt, dieses. Oh Gott. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh Gott, war das knapp. So. Jetzt kommt da dieses Ding daher. Oh, das war auch ziemlich knapp. So. Okay. Haha, sehr schön. Und nochmal? Nein. Puh, geschafft. Ah. So, ich will übrigens auch so ein nettes Schiffchen hier wie das da, das so fliegen kann. Das wäre wirklich sehr komfortabel, muss ich sagen. Komfortabler als manch andere Fortbewegungsmittel, ja. Als zum Beispiel die Deutsche Bahn. Hui, perfekt. Ja, ja, als die Deutsche Bahn wäre es schon ziemlich, viel bequemer. Uah, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wow, wir haben es geschafft. Sehr schön. Reise auf den Regenbögen. Bestleistung. Oh, nicht schwer. Wenn das der erste Stern in diesem kleinen Level hier ist. So. Suche das Haus am Himmel. Was? Haus? Moment. Da muss ich erstmal gucken. So. Meinst du das da oben? Aha, aha, aha. Ich sehe die Regenbögen. Ja, ja, ich sehe sie. Ja. Und da war... Ach, da ist dieser Lakito-Typ. Ich sehe ihn. Ja, aber da müssten wir hierhin vermutlich. So, gut. Gut zu wissen. Also, wieder wie gerade eben. Wir fliegen los. Diesmal aber in die andere Richtung. Also, wenn wir gleich bei dem anderen Teppich ankommen. Bei dem dritten. Oh. Doofer Teppich. Doofer Mario. Wo ist denn der nette Teppich? Da. So. Puh. Diesmal haben wir es besser hinbekommen als beim letzten Mal, als es so war, ne? Déjà-vu-Gefühl, diesmal nur ein bisschen verbessert. Geh weg. Du sollst am besten sterben. Hör auf, mich mit solchen Stacheldinger bewerfen zu wollen, das ist voll grausig. So. Absturzsicherung oder was? Ja. Hallo. Und. Hui, perfekt. Sehr schön gelandet, Mario. Wunderbar. Du machst das so toll. Achso, das bin ich. Oh, also, die das macht. Hm. Nein, Eigenlob stinkt. Mag mich bitte einer mal loben? Danke.
auch wenn ich total keine Skills habe in diesem Spiel, sagte sie mit 100 Sternen. Ja. Mario schreit ein bisschen viel, habe ich das Gefühl. So, diesmal müssen wir in diese Richtung. Hallo, Lakito. Daneben, daneben. Geh halt weg. So. Okay, das wird ein bisschen gefährlich. Ein bisschen gefährlich. Ha. Oh mein Gott, wir haben es irgendwie geschafft und gleichzeitig noch einen Pilz bekommen. Da ist ein Häuschen. Ich sehe ein Haus. Müssen wir da rein? Zumindest sieht es nach einem Haus aus. Würde mich nicht wundern, wenn da um die Ecke gleich voll die Gefahr kommt. Ach, da geht's rein. Sehr schön. Okay. Wir halten uns einfach bereit. Aha, perfekt. So. Hui. Das war ziemlich knapp. So, ich habe diesen Stern noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Das habe ich echt nie hinbekommen. Das war eins der wenigen Dinge, die ich nie hinbekommen habe. Ich habe Bowser immer vorher gemacht, bevor ich hier irgendwie das Level perfektioniert habe. Fuck. So. So. Uff. Oh mein Gott. Nervenkitzel pur. So, also das hier ist quasi wie blind, aber ich nenne es trotzdem nicht blind. Weil ich halt einen Großteil bereits wirklich geschafft habe. So, und jetzt wird's schwierig. Wenn die Flammen nämlich an sind. Puh. Oh Gott sei Dank, wir haben es irgendwie geschafft. Und der Teppich hat sich gerade gedreht. Oh je, Mini. Wo geht's denn dahin? Ich bin gespannt. Ach, zu einem Stern. Oh Gott. Das war knapp. Here we go! Aber das war das Haus, denke ich, oder? Juhu! Suche das Haus im Himmel. Ja, perfekt. Und Bestleistung. Hoho. Und nochmal rein. Nochmal rein. Geht's rein! Lass dich fallen, Mann! Einmal im Leben fallen lassen. Finde die 8 roten Münzen. Oh. Ja. Da drüben sind noch. Schaut mal. Da sind noch. Aber die 8 roten Münzen. Da ist auch ein Stern. Aber 8 rote Münzen. Wow, 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 Moment. Wo sind hier 8 rote Münzen? Ich habe keine Ahnung. Wo sind hier 8 rote Münzen? Ich habe auf dem ganzen Weg hier keine gesehen. Oder vielleicht habe ich sie doch gesehen, aber nicht bewusst. Also im Haus waren keine. Ne? So, keine Ahnung, wo sind die? Ja, wirklich keine Ahnung. Boah, war das knapp. Oh Gott, ich dachte jetzt schon, der fällt jetzt runter. Vielleicht muss ich da ja nicht da hoch, sondern mal in die andere Richtung. Wey, kaputt! Hier lang. Möglich. Ach, da sieht's sogar richtig aus. Way. Komm du mal her. Ich schmeiß dich runter. Tschüss. Viel Spaß. So, also da ist schon mal der Sternschatten. Also der Schattenstern hier. Was mir sagt, dass hier irgendwo 8 rote Münzen sein müssen. So.
Wie komme ich da hoch? Wie kommt jetzt wieder her? Ach, schau mal einer das an. So. Aber wie ich da hochkommen soll, das ist mir trotzdem ein Rätsel. Ah, okay. So. Hua! Hua! Aha! Das macht Sinn. Hua! Verdammt, das war nicht gut genug. So, nochmal. Shit. Shit, Moment. So, und? Nein, so geht es nicht. So, aber so vielleicht und so? Ja. Und so. Okay. Hallöchen. Wuhu! Und da ist eine rote Münze. Wuhu! Zumindest da oben. Und da oben. Und da unten. Wuhu! Augenblick. Verdammt. Shit, shit, shit. Okay. Boing. Kaputt. Oder auch nicht. So. Verdammt. Das könnte ich jetzt ewig lang so weitermachen hier. Aber ich mach's nicht. Ich mach lieber das hier. Und dann... das hier! Whey! Um dann das hier zu machen. Oder auch nicht. So. Mario ist ein Akrobatenkünstler. Hui. Nein, bleib da. Okay, da geht's nicht. Ah, da muss er da lang. Ich seh's schon. Ich seh's schon. Ist da auch eine Münze? Ja. So. Hui, erwischt. Tja, hast mich nicht erwischt, du blödes, rotes, der feuerwerfendes Ding. Wuhu. So, Augenblick. Hui. Das nenne ich Kunst. Und Akrobatik. Haha, so macht man das. Ja, seht ihr es? Wow. Moment. Haha, okay. Wuhu. Holen wir uns zuerst mal den hier. Der ist leichter zu holen oder auch nicht. Oder auch nicht. Ah, verdammt. Und runter mit uns. Komm mal her. Tschüss. Ich hatte zumindest den Eindruck, die kommen nicht wieder, wenn sie runterfallen. So. Verdammt. Ah, nochmal. Komm, ich will diesen einen Stern jetzt noch. So. Und wir haben es doch gleich. Wir haben doch, es fehlen doch nur noch zwei verdammte Münzen. Wuhu. So, und hoch. Und hier hoch. Wuhu. Yeah. Und. Und. Wuhu. Ja, es hat funktioniert. Verdammt. Ah, ein bisschen Skill habe ich doch irgendwo, aber nur so ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen zumindest. Haha.
So, jetzt muss ich mit ganz viel Genauigkeit arbeiten. Moment, der muss ein bisschen hier rüber. Perfekt. Und... Yeah! Hooray! Da, 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 da. Hallo Sternchen! Hooray, wir haben es geschafft. 3 Sterne in einer Folge, das ist doch mal besser. Besser als vorher. Ja. Sehr schön. Bestleistung! Und damit mache ich jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss!